Das ist eine magische Waffe. Das ist eine Magierwaffe, André. Das ist eine Magierwaffe. Ja? Die verbraucht ja, eigentlich magischen Mana. Schaden. Die verbraucht Mana. Oh, eigentlich bald so eine Waffe, nee, ne? Hm? Was? Gibt es auch noch so eine Laserwaffe für mich? Weiß ich gar nicht mehr. Also du kannst die Waffe auch haben, aber die verbraucht halt übel viel Mana. Und durch die Meteoritenrüstung verbrauche ich mit der Waffe keine Mana. Weil die Meteoritenrüstung hat den Z-Bonus, dass ich keine Mana mehr verbrauche. Und die Meteoritenrüstung erhöht automatischen Schaden. Ja. Ich habe nur 2 Mana-Kristalle. Ja, ich benutze sie. Kannst du nutzen. Ich brauche die gar nicht. Ah, ich habe einfach so gesehen eine dauerhafte Fackel jetzt, Alter. Also ich habe... Obwohl hast du die Meteoritenrüstung? Aus Meteoriten wohl. Dämonenaugenbanner, da kann man hier rein. Die wird aus Meteoriten. Ninja Hose hab ich. Was hast du? Ninja Hose. So, ich habe Lederhose. Maxi, wie viele Mana Kristalle willst du haben? Ich habe 5 Stück. Ich habe schon 120 Mana. Könnt ihr alle nutzen, wenn ihr wollt. Ich habe 80. Ihr könnt meinetwegen die ganzen Mana nutzen. Ich habe jetzt eh meine Rüstung. Die gilt aber nur fürs die Sternkanone. Ja, aber ich habe ja auch noch keine andere Mana-Waffe. So, ich gehe jetzt weiter Meteoriten abbauen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Weiß nicht. Kannst nach Erzen und so suchen, meinetwegen. Oder halt mit nach rechts kommen oder so. Ich gehe halt nach rechts. Maxi, warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Ich hätte einfach Bomben in den Genau, André, ich habe jetzt auch wieder Bomben. Komm mit nach rechts, wir können beide Kugeln abbauen. Jo. Nachdem wir den World of Eater besiegt haben... Eine Spitzhacke. Ja, können wir endlich... Erst machen eine Spitzhacke. Ja, eine Spitzhacke machen. Ja. Die können wir wehren und uns einfach reinbauen. Ja. Hab ich vor. Okay. Ich ja nicht mal ausgehen lassen. Oh, Alter, Ende Doppelsprung, Alter. Oh. Ich hab ein rotes Delta-Schwert. Angenehmer, Alter. Können wir die Wumme auch irgendwie rauslocken? GG, beide Meteoriten in linker Richtung. Okay. Ja, theoretisch geht das, André. Wir müssen halt nur irgendwie hochkommen, weißt du? Während wir gegen den Wurm kämpfen. Maxi, der andere Meteorit, der vor kurzem runtergefallen ist, der ist im Schneegebiet. So geil. Wir kriegen die nächste Meteoritenrüstung. Eigentlich machen wir keine weiteren mehr, oder? Was war denn die Rüstung für Nahkämpfer, Flo? Die aus dem Dschungel, ne? Nein, das ist die vom Weltenfresser, die. Also von dem Ether, von dem Ether auf Uhrheit. Und für mich? Die Knochenrüstung. Ist meine. Ja, dafür müssen wir in den Dungeon gehen. Da kriegst du auch die Pistole her. Okay. Ja, ist der Dungeon bei dir? Warst du schon? Ja, ich habe ihn auch schon gesehen, den Dungeon. Okay. Ja, den machen wir am besten nach dem Eat of World. Guck noch mal kurz nach ganz rechts, André. Ich komme dann gleich zu dir. Stimmt, ich war hier gerade am Holz abbauen eigentlich. Weil ich danach ja das Haus noch bauen will. Dass wir ein paar Typen wieder zu uns kommen. Ja, genau, damit wir auch Bomben und so kaufen können. Digga, wo bin ich? Wie weit geht's denn noch? Ich bin einfach 8000 vom Flur entfernt. Hallo, Ende der Welt. Also ich habe kaum noch Musketenschüsse, ne? Ja, die deswegen wir eigentlich müssen auch wir den Kugeln raus. Unser Bereich erweitern, dass der Armsdealer kommt, dann kannst du dir welche kaufen. Glaube ich bin am Ende der Welt gleich. Ja, der Standardhändler, wenn man ein Gold erreicht hat. Ja, ich bin am Ende der Welt. Und was ist daran so gut? Am Ende der Welt ist eine Truhe. Unter Wasser? Unter Wasser. Da ist zum Beispiel eine Flosse drin. Und die bringt? Kannst unter Wasser schwimmen.
Bin da, André. Oh lol. Hast du Spawnpoint gesetzt? Ja, hab ich. Gut. Okay, hier unten ist nichts. Müssen nochmal links runter. Da war noch eine Kugel. Wir haben übrigens noch eine Muskete, Flo, ne? Hä? Ja, wir haben keine Musketenschiffe. Ja, ich meine nur. Nicht, dass du. Hm? Also, dass du mir falls du eine haben willst, halt. Wir haben da noch eine. Ne, ich nehme lieber wieder die Gatling Gun. Okay. Nein, wo rollst du? Wo rollst du denn hin, Bombe? Und welchen. Und warum bekommst du den Sand? Ist der besser? Hä? Oder sind die genau beide gleich? Oh lol! Ja, da gibt's auch. Das macht auch doch, glaube ich, der Schneesturm in der Borle macht das auch. Wusste ich aber auch nicht, ich wollte einfach nur Sand haben. Musketenkugeln, André? Jo. Hier. Was? Wie viele 100 oder was? Alter, das ist so nice, ne? Dass da 100 Stück drin sind, ey. Das ist wenig. Ich bekomme so 990 in einen Bereich tragen. So, wir gehen jetzt. Nee, 250. Und jetzt lang runter? Nee, links. Ja, aber. Ich muss irgendwie anders springen. Lol. Kannst ja nochmal neue Steine hinsetzen. Ah! Huh. Oh Gott, oh Gott. Wir kommen ein bisschen später, ne? Jo. Weil mit dem Springer habe ich das hier echt noch nicht so drauf, Alter. Wo bist du runtergegangen? Da. Irgendwo hier hinten. Wo genau das ist, weiß ich nicht. Nein, ich wollte keine Bomben werfen. Okay, ich glaube, an die drei Kugeln kommen wir sogar ran, André. Hä, hey, die Waffe will ich auch haben. Die ist doch richtig sick. Die ist richtig cool, ja. Darum wolltest du Magie machen, nee, ne? Das hatte ich ohne Witz gar nicht mehr im Sinn. Deswegen denn? Weil Magier cool ist. Oh. Okay, an die Kugel kommen wir ran. Was war das für ein Gestein? Dämonit. Oh, ich weiß nicht, ob ich da noch rankomme. Ob wir da noch durchkommen. Ich hab noch einmal Dynamit. Hast du noch Dynamit oder so? Was hab ich denn hier? Uralte Schattengamaschen. 7 Nahkampftempo. Ist für Flo. Das ist für Flo gut. Gamaschen? Warte mal. Ich guck mal gleich mal kurz was nach. Okay, lass uns hoffen, dass das Dynamit reicht, André. Nein, was? Hast du wirklich keine Bomben oder so? Maxi, wie sehen die aus? Nein, hab ich nicht. So, blau, rot? Blau, rot? Ah, Leute. Das ist eine Sache, die man... Schuhe! Okay, wir müssen wieder hoch, André. Lass uns in einen Dungeon gehen. Was war da eben drinne? Nichts. Ekeldorn. Mehr nicht.
Vielleicht finden wir ja noch irgendwo im Corrupted-Gebiet eine Truhe oder so. Glaube ich nicht. Oh, ich guck noch mal rechts, ob ich da hinten irgendwo noch eine Truhe übersehen habe oder so. Vielleicht sind da noch mal Bomben drin. Was macht die Flossen? Nahkampftempo. Oh Flo, die Flossen sind gut für dich. Nahkampftempo. Nice. Bist du runtergefallen, André? Ich bin gleich wieder da. Ich bin kurz auf die Toilette. Okay. Weil der Sandsturmsprung besser ist. Ich will den Sandsturmsprung haben. Erst mault er rum, dass er keinen Doppelsprung hat. Jetzt mault er rum, weil er den Sandsturmsprung nicht hat. Echt was so? Ist nun falsch mit dem? Boah, jetzt holt er, Alter. Hä? Oh, jetzt erstmal ein bisschen Holz ab hier. Bisschen Holz farmen. Hä, hey, wollen wir jetzt nicht mal den Boom da killen zu dritt? Ja, aber dafür müssen wir die Kugeln zerstören. Ja, aber. Und an die Kugeln kommen wir nur mit Bomben kommen, ran. Oder nicht? Hä? Wir kommen an die Kugeln nur mit Bomben, André. Weil wir den Stein nicht kaputt machen können. Ja, aber. Hat Flo keine Bomben? Nee, wieso aussieht nicht? Es gibt einen Händler, der welche verkauft, aber der ist noch nicht gespawnt. Und wann spawnt der? Ja, ist eine gute Frage. Deswegen gucke ich nach hier hinten nochmal, ob ich hier hinten vielleicht irgendwo eine Truhe übersehen habe oder so. Damit ich hier noch ein bisschen. Vielleicht habe ich ja Glück und da sind noch Bomben drin, dann komme ich wieder zu dir. Und zerböllern wir diesen Wurm. Hier ist eine Truhe, okay. Granaten, oh! Und ein Blasrohr. Hm, nice. Lol, wo bin ich denn hier jetzt? Was denn? Sand. In der Wüste. Es regnet. Wie geht's denn hier runter, Alter? Ist so ein einziger, also ein Gang, der ein Block breit ist, ne? Nach unten. Hier ist ein Gang, der ein Block breit ist, nach unten. Ich gehe den gerade runter. Aber irgendwie hat das kein Ende. Doch da. Oh, läuft. Hier ist kein Wasser, André, ne? Das heißt, du musst kurz vorm Boden. Ich weiß. Das sieht einfach aus wie ein Penis. Warum bin ich wieder da? Es sieht einfach aus wie ein Penis, André, komm mal her. Ach da, dieser eine Gang da, ja. Ja. Oh. Also du musst ganz unten kurz vorm Boden, dann darfst du erst deinen Doppelsprung benutzen. Jetzt. Ohne Witz, das sieht doch aus wie. Sieht doch aus wie ein Penis, oder? Ja. Das ist so dumm. Geh du doch mal rechts, links lang. Ich bin doch links. Ja, rechts. Gelber Schleim! Oh mein Gott, ein Pinguin! Ich schlag dir den Kopf ab mit dem Taser! Ein Pinguin ist lieb! Ja, ich hab ihm leider den Kopf abgeschnitten mit meinem Lichtschwert. Du bist ein Spaß. Ein flinger Fisch, Kopf abgeschlagen! Oh lol, da war eine Falle, Alter! Was machst du, André? Ist hier oben nichts? Warum will denn der. Ach, Scheiße! Ach, da ist eine Truhe. Vielleicht sind da Bomben drin. Ja, André, Bomben. Und Flo Pegasus Boots. Geil. Pegasus Boots? Ja, die Schnelligkeitsstiefel. Ja, die Boots, die ihr schon habt. Die uns schnell machen. Nach einer Zeit. Ich baue mich da nicht hoch jetzt, ne? Also lass mich mal vorgehen, sonst muss ich das alles wieder abbauen.
Ja, der muss ich alles abbauen. Nein, eben nicht. Zeig dir gleich warum. Komm mal rechts. Weiter. Okay. Guck. Wir haben. Wie heißen die Clownflow? So, ich weiß nicht, welche Clown ihr gemeint. Kletterclown oder Kletterschuhe oder so. Achso, die Teile. Ja, irgendwo. Da kruscht man an der Wand, wenn man die hat. Ja, du kannst halt dadurch einen Doppelsprung machen. Wenn du schon mal gleich zurück, André, ich komm gleich nach, ich guck nochmal. Da ist eine Truhe. Wo? Achso, ich glaube, die habe ich schon geholt. Und wenn man beide Kletterschuhe plus Kletterhandteile hat, kann man sich an der Wand festhalten, ohne runter zu rutschen. Ja. Den Schirm. Ja, mal hier hinten war das Ende, ne? Ja, das ist das Ende. Hab ich keine Fackel mehr, doch hab ich nicht. Überhaupt nichts mehr, ey. Es ist dunkel, ne? Nein, Zombie in Regenmantel. Maxi, du hast deine scheiß Phaser-Kanone, die macht doch Licht. Ja, klar, aber es ist trotzdem, die Welt an sich ist trotzdem übel dunkel. Komm mir nicht rübergejumpt, Alter. Piu, 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 gar nicht mehr, gar nicht mehr, ich darf nicht mehr. Ich bin gleich beim Dungeon. Ja. So, André, ich komme ins gecorrupted Gebiet. Ja, ich komme nicht durch, Alter. Ich hab ein bisschen mehr Tilt auf Drogen, ey, gerade. Hast du einen Trank? Junge, ey. Rückruftrank? Das reicht mir nicht mal beim Trank, ey. Ich sag doch Rückruftrank! Oh, ich hab die alle weggepackt. Wow. Du hast es denn unnötig dabei zu haben und werden wir auch nie da hinten brauchen. Ich lass mich töten. Nee, warte, ich kann dich abholen. Hä? Ich kann dich abholen gleich. Ich hab Tränke dabei. Ich bin gleich tot. Warte. Hätte dich abholen können, aber okay. Ja, ich weiß auch nicht, wieso du gerade so leise bist. Hä? Wieso soll ich leise sein? Du bist mega leise bei mir auf einmal. Alter, was ist das bei Discord? Dass die Lautstärke runterdrehen? Also Discord dreht automatisch die Lautstärke runter. Keine Ahnung. So, komm, André. Wirklich jetzt! Was denn? Er ist dafür tot. Jetzt weiß ich, was ich rausbekommen habe aus dem Dings eben. Ein Ekeldorn. Das killt mich doch einfach, ey Junge, ey. Ja, was ist denn? Ja, der eine fliegt in mich gegen den Fall ganz runter, ja, überlebt mit 4 HP, ja GG. Alter? Eine Magierwaffe gefunden. Warte, eine Magierwaffe gefunden? Ja, Ekeldorn.